Hi, willkommen in der Fachschaft MPI. Hier im Finger 6 hinter mir findet ihr unser Büro. Die Fachschaft ist quasi die studentische Vertretung auf Fakultätsebene. Zum einen vertreten wir eure Interessen gegenüber der Fakultät in diversen Kommissionen und Gesprächen. Auf der anderen Seite haben wir eine Service Branch und stellen euch eine Reihe von Services zur Verfügung. Zum Beispiel unseren Skriptenverkauf, wo ihr Vorlesungsskripte erwerben könnt, unseren Sportgeräteverleih oder einen Taschenrechnerverleih. Gleich hier rechts ist unser Büro. Wenn ihr irgendetwas braucht, wenn ihr Hilfe benötigt, wenn ihr Informationen benötigt oder wenn ihr etwas ausborgen wollt, kommt einfach vorbei. Wenn gerade kein Virus umgeht, ist in der Regel jemand hier. Zum Beispiel, wenn ihr für eure Klausur den Taschenrechner vergessen habt, könnt ihr für 25 Euro Pfand einen bekommen. Sobald ihr ihn zurückbringt, gibt es die 25 Euro auch zurück. Hier hinter mir seht ihr unseren Sportgeräteschrank. Wenn ihr euren Studi-Ausweis hier lässt, könnt ihr hier einfach Sportgeräte mitnehmen, die hinten am Sportplatz verwenden. Und wenn ihr sie zurückbringt, gibt es den Studi-Ausweis auch wieder zurück. Gleich gegenüber findet ihr unseren Aufenthaltsraum. Solange jemand aus der Fachschaft da ist, könnt ihr jederzeit gerne vorbeikommen. Haut euch auf die Couch, trinkt einen Kaffee mit uns. Wir erzählen euch gerne alles, was es über die Fachschaft zu wissen gibt. Wir haben eine Reihe von Referaten, wie das Veranstaltungsreferat, das Druckreferat, das Umfragereferat, das Skriptenreferat und vieles mehr. Wir brauchen immer neue Leute, also bitte kommt vorbei und schaut es euch an. Wenn ihr dann mal mehr in der Fachschaft macht, bekommt ihr auch einen Account von uns. Damit könnt ihr unsere gesamte IT-Infrastruktur nutzen. Zum Beispiel auch unser Getränketerminal hier, mit dem ihr euch dann Getränke besorgen könnt. Die Küche könnt ihr auch gerne so verwenden, aber bitte hinterlasst sie sauber. In der Mikrowelle könnt ihr auch gerne selbst mitgebrachtes Essen aufwärmen. Aber schauen wir uns mal die Räume nebenan an. Next up ist der Glaskasten. Das ist unser interner Besprechungsraum, wo auch die Spiele für unseren Spieleabend lagern. Und insbesondere ist er für euch relevant, weil es sich um den Eingang zum Skriptenverkauf handelt. Im Skriptenverkauf könnt ihr verschiedene Vorlesungsskripte für Mathematik, Physik und Informatikvorlesungen erwerben. Außerdem haben wir Prüfungsprotokolle für bestimmte mündliche Prüfungen, die von Studierenden verfasst werden. Damit wir neue Prüfungsprotokolle bekommen, erheben wir beim Verkauf eine Kaution, die ihr dann zurückbekommt, wenn ihr selbst eines einreicht. Die Skripte für Mathematik und Informatik kosten jeweils 1 Euro, die für Physik sind ein wenig teurer, weil diese nicht bezuschusst sind. Hier haben wir außerdem einen Zettel für Druckkontingent, das ihr erwerben könnt, um dann in der Rechnerhalle Schwarz-Weiß-Ausdrucke zu tätigen. Und auf Bestellung könnt ihr beliebige 3D-Objekte drucken lassen. Das Ganze muss natürlich irgendwo passieren. Und das passiert nebenan. Das hier ist unsere VarioPrint. Die hat mit 6000 Seiten pro Stunde einen ziemlichen Durchsatz und kann außerdem automatisch lochen und tackern. Hier wird alles gedruckt, was in irgendeiner Form schwarz-weiß ist. Zum Beispiel alle Skripten, die Impulsiv etc. Das hier sind unsere Ultimaker. Hier wird oben PLA eingespeist und dann durch eine feine Düse in Form gespritzt. Hier haben wir noch einen Drucker, der auch Farbe drucken kann, aber natürlich deutlich langsamer als die VarioPrint. Hier steht quasi ein Relikt aus alten Zeiten. Das ist unsere Offset-Druckmaschine. Die hat mit 8000 Seiten pro Stunde zwar einen noch höheren Durchsatz als die VarioPrint, allerdings halt immer nur die gleiche Seite, bis die Druckplatte gewechselt wurde. Früher wurden hier auch Impulsivs und andere Sachen gedruckt, aber heutzutage ist sie fast nicht mehr in Benutzung. Und dann haben wir zu guter Letzt hier hinten noch unseren Formlabs-Drucker. Dieser 3D-Drucker ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die aushärtet, wenn sie mit UV-Licht in Kontakt kommt und kann dann unglaublich hochqualitative Objekte drucken, die quasi aus der Flüssigkeit von unten nach oben herauswachsen. So, weiter geht's. Wir haben natürlich noch einige weitere Räume, zum Beispiel unser Lager, Getränkelager und Drucklager, aber die sind nicht ganz so interessant. Und natürlich haben wir eine ganze Reihe weiterer Angebote und auch Referate, die mir im Hintergrund arbeiten und sicherstellen, dass alles glatt läuft. Wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr euch dafür interessiert, mitzuarbeiten und euch engagieren wollt, schaut einfach mal vorbei, schreibt uns eine Mail unter fsmpi@fs.tum.de oder besucht unsere Webseite unter mpi.fs.tum.de. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem restlichen MI-Gebäude. Wir sehen uns dann. Bis gleich!